Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir einmal auf Tour. Ja, wie man sieht, stehen wir gerade in, ich glaube, in Schweinfurt, irgendwo auf dem Parkplatz, machen kurz Pause. Ja, und wir haben natürlich einen Pferdehänger dabei. Dieser Pferdehänger ist leer. Wir fahren jetzt an den Chiemsee. Alles Weitere erzähle ich euch später. Ich wollte euch nur mal kurz Hallo sagen und das wird ein Video ein bisschen außer der Reihe. Das Wetter soll Bombe werden, das ist schon mal sehr gut. Und dann gucken wir mal. Ne? Lasst euch überraschen und ich sage mal, bis später. So, hier sieht man, dass in Bayern das Gras nochmal gemäht und in Schwaden gemacht wird. Da ist Grabenstedt. 10 Stunden Autofahrt. Endlich angekommen auf unserem Campingplatz. In unserer wunderschönen Berghütte mit einem Panorama. Was wir in Ostwestfalen nicht so wirklich haben. Aber wir sind ein bisschen kaputt. Wir haben uns heute schon ein paar Pferde angeschaut. Morgen gibt es dann mehr. Heute Abend machen wir es uns einfach noch ein bisschen gemütlich, packen gemütlich aus und ich zeige euch mal kurz die Hütte, wie sie draußen hier von innen. Etwas urig. So, hier haben wir eine absolut modern eingerichtete Küche. Vielleicht mache ich einfach mal das Licht an. Oh, ja. Eine absolut. Oh. Ja. Wir müssen hier mal schauen, was so geht. Eine wunderschöne Sitzecke für unseren Spieleabend. Und eine schöne Terrasse. Und die Schlafkojen, die auch echt ziemlich groß sind. Ich sage, wir sehen uns später oder morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag und um 9 Uhr fahren wir zum Hof St. Leonard. Dann werden wir uns auch hoffentlich für ein Pferd entscheiden, was wir dann mit zu uns auf unseren Hof nehmen. Genau, also wir sind ganz gespannt und machen uns jetzt mal fertig und dann sehen wir uns später. Thank you.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Tag 3, Samstag am Chiemsee. Ich bin gerade auf dem Weg zum Brötchen holen. Heute werden wir noch einmal zum Hof St. Leonard fahren und mit unserem Pferd einmal ein kurzes Hängertraining machen. Ja, damit wir wissen, wo wir dann morgen früh dran sind, ob er den Hänger mag oder nicht. Und ja, dann müssen wir halt mal schauen, weil wir wollen morgen früh um 6 Uhr verladen und dann wieder Richtung Norddeutschland fahren. Und ja, wir haben auf jeden Fall überhaupt nicht bereut, jetzt und diese lange Reise zu machen, denn wie die Pferde auf dem Hof St. Leonard gehalten werden, ist einfach ein Traum, das zu sehen. Man kann, wenn man sich da ein Pferd kauft, man kann sich das Muttertier angucken und den Vater kann man sich angucken, und das ist wirklich eine Seltenheit. Und deswegen sind wir glücklich, dass wir die Entscheidung getroffen haben, einen Leonarder zu kaufen. Genau. So, und ja, ich melde mich später nochmal. Jetzt muss ich erstmal ein Brötchen holen. Und heute ist wieder ein traumhaft schönes Wetter. Wir werden nochmal an Chiemsee fahren und ein bisschen nach Reit-im-Winkel, vielleicht noch ein bisschen wandern. Um 15 Uhr treffen wir uns dann mit der Frau Abfalter und schauen mal, was unser Pferdchen zum Hänger sagt. Ja, hallo. Ja, was willst du denn hier? Grüß mal deine Community. Abonnieren und liken. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. In anderthalb Stunden fahren wir wieder auf den Hof und machen eine sogenannte Ankaufsuntersuchung. Da wird nochmal geprüft, ob alles in Ordnung ist, von einer Tierärztin. Ich werde euch noch ein bisschen über die Rasse Leonharder erzählen. Und ihr könnt natürlich auch im Internet darüber informieren, wenn es euch interessiert. Genau, so, jetzt machen wir gerade eine Wanderung um den Tüttensee und dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder.
So, heute ist Sonntag. Wir sind wieder zurück von unserer Tour Chiemsee. Und ja, gestern sind wir über Nacht nach Hause gefahren und das habe ich nicht gefilmt. Da war einfach, ja, war einfach dunkel. Und wir waren natürlich auch sehr angespannt, wie sich dieses kleine Pferdchen verhält. Und ja, es hat auf jeden Fall alles super geklappt. Er ist toll auf den Hänger gegangen, hat ruhig gestanden während der Fahrt. Ja, und jetzt haben wir ein wunderschönes neues Familienmitglied. Der kleine 2,5-jährige Quickly. Ein Leonarder. Und wer Interesse hat, einfach noch mehr über den Hof St. Leonard zu erfahren, dem kann ich unten in die Videobeschreibung einfach die Internetadresse reinpacken. Genau, dann schaut da einfach mal drauf, was die alles so machen. Und ja, es ist auf jeden Fall, war es eine tolle Erfahrung. Wir sind total happy, dass wir das gemacht haben. Es war schon anstrengend, einfach auch, weil man zwischen 8 und 10 Stunden Autofahrt hat. So, damit würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schön, dass ihr zugeschaut habt und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Im nächsten Video wird es dann um diesen kleinen Kandidaten gehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Da 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 da